So, dann schauen wir doch ein bisschen weiter. Also es ist echt Wahnsinn, wie mich dieses Spiel in den Bann zieht. Mach mal lieber Feuer an. Ich kann gar nicht aufhören zu spielen. Ich nehme jetzt schon seit über einer Stunde auf. Läuft irgendwie so langsam durch. Karte aktualisiert. Ah, das ist mein nächstes Ziel. Okay. Sehr übersichtlich ist das jetzt nicht so. Das ist Grab. Hä? Das ist das Grab? Hä? Nicht doof. Schatzkarte. What? Hä? Was sind das alles für Symbole? Können wir gucken. Reliquien. Ja. Aber das da hinten war doch eigentlich das Grab, oder? Schatzkarte steht da jetzt. Okay, es war ein Schatz, ja. Was ist das hier? Das ist als Grab eingezeichnet. Die Karte verwirrt mich, ehrlich gesagt, nur. Gehen jetzt einfach mal weiter. Ups. Sonst geht meine Fackel wahrscheinlich gleich aus. Oh ne, die ist angeblieben. Okay, schauen wir uns doch mal um. Aber in die Höhle gehe ich nicht mehr rein, das könnt ihr voll vergessen. Gehe ich doch jetzt einfach mal da hoch. Ich mal kurz um. Ist ja so ein bisschen wie der Instinktmodus von Hitman. Darüber anscheinend, da komme ich wohl nicht hoch. Ich weiß nicht genau, was diese hellen Seile immer sollen. Ich habe immer das Gefühl, die wollen mir irgendwas mitteilen. So wie Fackel mich ab oder so. Oh fuck. Meinst du? Ja, geht rein, genau. Geht einen trinken oder so. Na, das nenne ich ja nicht gerade rein. Ich glaube, ich schalte erstmal den da drüben aus. Scheiße. Oh fuck. Gibt's nicht irgendwie einen Nahkampf? Zu schubsen, okay. Oh, der hat wohl einen Abgang gemacht. Komm zu Papa. Autsch. Ist klar. Ich plündere den Kerl da drüben noch. Ich habe mit einigen Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar, Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen. Doch ich spürte auch Furcht. Ihre Untertanen werden gut behandelt. Die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Als wäre sie nicht bloß eine Königin, sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte schwieriger werden als erwartet. Okay. Schön Pfeile. Wie
Wie gesagt, ich weiß, ich nerv euch vielleicht irgendwann damit, aber es ist mir egal. Sagt mir, ob es passt von der Dunkelheit. Könnt mir auch gerne mal schreiben, ob ihr die alten Tomb Raider gespielt habt. Und falls ihr sie gespielt habt, welcher Teil euer Lieblingsteil war. Das würde mich interessieren. Ich habe irgendwie Bock, dieses Hühnchen mal zu essen. Hoppa, hoppa. Okay, ich schätze, weiter geht's, obwohl da drüben geht's noch irgendwie lang. Das bricht gleich, mach hinne. Sehr schön. Okay. Ah, ich kann da noch oben in das Haus rein. Ah, das ist wieder so ein Buddha oder was auch immer das ist. So eine Statue halt. Ein Buddha ist es nicht wirklich. Oh Gott, das war etwas knapp. Da unten ist noch eine Kiste. Ich glaube, die habe ich übersehen, oder? War ich da dran? Egal, jetzt gucken wir erstmal hier oben lang. Eine Art Mörser und Stößel. Wahrscheinlich für das Zerreiben von Heilkräutern. Ich soll noch Hinweise suchen. Hinweise? Hallo? Hä? Also ich kann auf jeden Fall einen Hinweis finden, steht ja da links. Frage ist nur wo? Unten im Mörser befinden sich kleine Knochenfragmente. Hoffentlich von Tieren. Tja. Ich hab mir schon sowas gedacht. Dass es nicht für Kräuter da ist. Jetzt würde ich gerne nochmal unten ins Haus rein. Weil da stand irgendwie noch eine Kiste, die ich anscheinend nicht gesehen habe. Aber war die Kiste auf der zweiten Etage? Ach, die warten. Okay. Verstehe. Ersten Etage, beziehungsweise. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Perfekt. Also, sieht schon sehr, sehr geil aus. Kann man sagen, was man will. Ich frage mich aber, ob es irgendwann auch Tag wird oder ob es die ganze Zeit Nacht bleibt. Ah. Ich wollte nicht da runter, ich wollte nicht da lang. Da lang könnte ich. Ich kann aber auch mal darüber. Also irgendwas hat es doch mit diesen dicken Seilen auf sich. Wahrscheinlich hätte ich alle. Gott, ich hätte drin irgendwas gehört. Wahrscheinlich habe ich irgendwo was übersehen. Hätte ich vielleicht alle Statuen oder so angemacht, wäre das vielleicht aufgegangen. Weiß ich nicht, kann ja sein. Oh Gott, ich glaube, das bricht gleich zusammen. Oh Gott! Boah, Halleluja! Von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Du musst die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Jetzt haben die mich entdeckt. Das muss alles nicht sein! Oh, anscheinend das muss es doch sein. Fresse. Bam, super. Oh fuck, zu langsam. Hey, 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 kein Stress machen. Komm, zeig dich. Oh, er ist zu schnell. Und zu langsam, beziehungsweise. Schatz. Oh. Er lebt immer noch. Hi.
Ach ja, da sind die Pfeile. So. Feuer bitte. Plündern bitte. Danke. Okay. Habe ich alles? Ich glaube schon. Ich habe alle geplündert. Was? Ah, ziehen wir mal weiter. Ich habe immer das Gefühl, dass ich irgendwas vergesse, dass man irgendwo mich Geheimverstecke gibt. Aber ich glaube, so weit, so gut. Eine Ratte, aber was für eine fette. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ja, ich auch nicht. Alter, wie es hier aussieht. Oh, mal wieder ein Lager. Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex! Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia. Meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich sehe mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater. Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Gut. Okay, für die Zwischenschnitte. Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay, dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott, Cut, Cut, Cut! Cut. Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. Fisch. James Whitman. Ich kann doch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie ja, schaffen nur das. Ein Fisch. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Ja, nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action. Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt. Das war mein erster Fund. Ja. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara.
Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch. Okay, Lara. Reiß dich zusammen. Alle zählen auf dich.